Ein Außenposten. Mit Pferchen. Vielleicht hält Regala hier ihre Maschinen. Ich krieg sie aus der Distanz. Gefahr! Okay. Bin da. Wo fangen wir an? Ich muss sie erstmal aufrollen, bevor ich mich umsehen kann. Ich hab ein Teil abgetrennt. Da braucht jemand Hilfe! Sie ist abgetaucht. Immer weiter schießen! Keine Bewegung. Ich reiß dich in Stücke! Tat das weh! So. Geschafft! Hier. Wo bist du? Das war eine Hälfte der Brücke. Hier lasse ich die Insel herunter. Viele Pferche, nicht so viele Maschinen. Wo sind sie hin? Ich sehe mir eine Zugbrücke. Das könnte mein Weg hinüber sein.
Das bringe ich später einem Färber. So, die Brücke ist unten. Ein Dornrücken. Er fiel anscheinend in einen Tunnel. Die Rebellen hielten hier also Dornrücken. Die Maschinen stürzten in den Tunnel, der einbrach, als sie weiter hineinrannten. Was, wenn Ulvans Sprengstoff den Krater gerissen hat? Ich sollte nach Kettenkratz und Javad informieren. Getreue Tenakt! Hört mich an! Man sagte mir, ein Soldat dieses Lagers habe einen der Söhne des Prometheus zum Streit provoziert. Ihr solltet lieber nicht vergessen, dass unsere Verbündeten uns die Maschinen liefern, auf denen wir zum Ruhm reiten werden. Der nächste Narr, der sich mit ihnen anlegt, wird ausgeweidet und wie Aas in die Wüste geworfen. Es gibt keine zweite Warnung. Wird das genügen? Ja, das sollte verhindern, dass deine Leute mit meinen aneinander geraten. Ich danke dir, Regala. Möge unser Weg zum Sieg führen. Regala arbeitet also nicht allein. Diese Söhne des Prometheus gaben ihr die Mittel zur Überbrückung von Maschinen. Eine Karte des Schreckens. Mit allen Bewegungen von und nach Fahrlicht. Die Schwachpunkte der Festung sind markiert. Sie haben Lohe zusammengetragen. Und mit der Menge da draußen können sie etwas Großes sprengen. Sie werden Fahrlicht sprengen. In das Loch wird eine ganze Armee reinpassen. Regala plant also, das Sonnenreich anzugreifen. Sofern sie eine ausreichend große Armee aufstellen kann. Gut, dass ich die Lohe gesprengt habe. Fahrlicht dürfte sicher sein. Fürs Erste. Was, wenn die Tenakt ihr Lager wieder zurückhaben wollen? Also, du bist aus dem Westen zurück. Glück gehabt? Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten die Dornrücken in Pferchen. Durch Alvens Sprengungen entstand ein Krater, der sie in die Tunnel zog. Durch die sie zur Mine und in den Schrecken gelangten. Gut. Außer den Rebellen trägt also nur einer die Schuld an der Dornrückenmisere. Alvand. Leuchtende Strahlen der Sonne. Und die ganze Zeit zeigt er mit dem Finger auf uns. Bringt Alvand her. Und Petra auch. Er zitiert wie ein elendes Schankweib. Ich hoffe, du hältst deinen Stift bereit. Was macht Petra mit dem Magistrat? Werden die Kaja die Konzession unterzeichnen? Was? Was will die hier? Ich wohne hier, Rostkopf. Gut, worum geht es? Das wird bestimmt gut. Dank der Retterin hat die Sonne die Wahrheit über den Einfall der Dornrücken enthüllt. Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten Maschinen in Pferchen. Ein Krater schluckte sie und riss sie in die unterirdischen Tunnel, die nach Osten und in den Schrecken führen. Es war also ein Unfall. Aber lasst uns nicht vergessen, dass die Kaja... Das ist nicht alles. Der Krater entstand durch deine nicht genehmigten Sprengungen in der südlichen Mine, Alvand. Du bist verantwortlich für den Maschinenangriff, die toten Arbeiter und die Zerstörung durch die Dornrücken. Für einfach alles. Mein lieber Magistrat, hat die kostbare Sonne dir die Sinne versenkt? So etwas würde ich nie ohne deine Zustimmung veranlassen. Es gibt Beweise dafür.
Aloy hat den Frachtbrief in der Mine gefunden. Du hast das Sonnenreich betrogen, Alvend. Nur für ein paar zusätzliche Scherben. Gierig wie immer. Und die Bergleute, die beinahe ertrunken sind. Und dieses Riesending, das du geschickt hast, um ein paar Flüchtlinge einzuschüchtern. Ich verlange eine offizielle Untersuchung. Ich bin das Opfer irgendeiner Karja-Intrige. Aber gewiss, wir werden alles genauestens untersuchen. Die Dornrücken, die Mine, die Flüchtlinge. Jeden Geschäftsabschluss, den du jemals getätigt hast. Das ist doch nicht nötig, oder? Was, wenn ich einfach ins Anrecht zurückkehre? Das würde der Kasse natürlich Kosten sparen. Natürlich. Ich reise ab, sobald ich ein paar offene Sachen erledigt habe und alles geklärt ist. Das Wohlergehen der Leute in Kettenkratz in Zeiten wie diesen... Nein, du wirst sofort gehen. Kettenkratz kommt zurecht. Du glaubst, sie kann dieses miese Drecksloch leiten? Pah! Fall doch tot um. Raus! Wir wollen und brauchen dich nicht. Nieder mit Arvund! Steht ihm recht. Weg von mir. Dreck steht dir gut, Arvund. Wie die Sonne Schatten vertreibt. Ich danke dir, Aloy. Er hat es verdient. Hier. Bitte, nimm das für deine Mühen an. Das Sonnenreich und meine Nerven sind dir sehr dankbar. Und ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Das stimmt wohl. Seine Fußstapfen sind hässlich. Aber ich trete rein. Alles dank dir, Flammenhaar. Oh, okay. Kettenkratz ist besser dran, wenn Petra das Sagen hat. Wieso habe ich mich bloß hierher schleppen lassen? Du sagtest, das sind die besten Gräber im Anrecht. Und du sagtest, hier wimmelt es vor Artefakten. Und das hier, ist das nichts? Es ist ein Tablett. Bei der Sonne. Nicht einmal die besten Handwerker Meridians beherrschen solche Symmetrie. Was die Alten wohl darauf servierten. Vorspeisen. Oder Fisch. Es ist ein Tablett. Wer bist du? Roshavid. Du würdest die Sonne nicht erkennen, wenn sie vor dir scheint. Das ist die Retterin von Meridian, die Seherin des Verborgenen. Du bist wegen ihnen da, oder? Ihnen? Den Relikten. Der See ist voll mit ihnen. Hier ist einst etwas Großes passiert. Dürfte ich mal sehen? Das sind viele Daten. Brauchen wir vielleicht einen Heiler? Was auch immer das ist, es weist hin auf etwas namens mobiles Deckungssystem. Oh, du meinst eine Abdeckung für das Tablett? Nein, eher etwas, was in einem Kampf praktisch wäre. Woher hast du das? Die Ausgrabung. Da, wo es jetzt vor Maschinen wimmelt. Und falls die nicht einfach so verschwinden, werden wir gehen. Willst du denn nicht herausfinden, was hier passiert ist? Vielleicht geht das noch. Was hat euch ausgerechnet hierher geführt? Gute Expeditionen beginnen mit Gerüchten. Als die Tenakt unsere Truppen aus dem Westen vertrieben, beschrieben die zurückkehrenden Soldaten den See... voller Zeichen der Alten. Ich hörte diese Geschichten und wusste sofort, dass hier unzählige Artefakte warten. Nur leider haben wir noch nichts gefunden. Zumindest bisher. Diejenigen, die geduldig sind, erwartet Sonnenschein, wenn die Wolken sich verziehen. Im Osten gibt es auch Ruinen. Warum so weit draußen nach Artefakten suchen? Ah, nun... Während meine Kollegen in den alten Ruinen wühlen, breche ich zu Neuem auf. Der sprächige Gendas wird als erster die Geheimnisse des Westens entdecken. Dann werde ich so berühmt wie der große Aram. Du teilst seinen Optimismus wohl nicht. Ich handle mit Artefakten.
Vorzugsweise mit solchen, die peppiger sind als Fischtabletts. Du bist so ungehobelt. Irgendjemand muss solche Expeditionen bezahlen. Und bisher haben wir nichts, was meine Kosten decken würde. Bei der Ausgrabung griffen euch Maschinen an? Das war furchterregend. Bei unserer Ankunft sah hier alles so friedlich aus. Im Wasser funkelte etwas und ich ging hinein. Es war das Tablett. Ich war so entzückt, dass ich die Maschinen nicht kommen hörte. Um ein Haar wäre ich gestorben. Ich war dabei. Du hattest eigentlich einen recht guten Vorsprung. Aus sicherer Entfernung sagt sich das so einfach. Wie dem auch sei. Ich hoffte, die Osseram erledigen das. Das sind angeblich die besten Gräber im Anrecht. Und jetzt jammern sie wegen Gefahrenzulage. Nie im Leben, solange wir nichts finden, was meine Kosten deckt. Wo ist die Ausgrabung? Dort sollte ich anfangen, wenn ich diesem mobilen Deckungssystem nachgehen möchte. Vielleicht finde ich heraus, was hier passiert ist. Die Ausgrabung ist hinter uns. Den See im Westen hoch. Ich wusste, dass wir uns nicht zufällig begegnet sind, Retterin. Was wirst du uns nur erzählen, wenn du den See mit deinem zweiten Gesicht gesehen hast? Hoffentlich nur die Wahrheit. Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Wanderer benutzen oft diesen Durchgang. Und Larend will ihre Panzerung. Ich muss in seinem Lager nur auf sie warten. Vielleicht sollte ich erst ein paar Fallen auf dem Weg stellen, um die Herde zu überrumpeln. Das sollte helfen. Ich sollte mich ausruhen, auf die Herde warten. Der Konvoi. Er ist hier. Ihn ist nur ein Panzerwanderer.
sollte helfen. Hier bin ich fertig. Ich sollte alles plündern und die Panzerung Larens Crew überlassen. Du bist zurück. Ich habe den Panzerwanderer erledigt. Vanda, Rendur, es gibt Arbeit. Und hier ist dein Lohn, vertragsgemäß. Damit kann ich eine großartige Rüstung bauen. Aber? Tja, ich glaube, die Rüstung aus diesen Bauteilen wird gut. Aber mit ein paar Änderungen könnte sie noch viel besser werden, wenn du noch ein paar Verträge mit mir abschließen würdest. Was meinst du? Erzähl mir mehr von diesen Verträgen. Also folgendes. Plündererkiefer sind stark. Ich könnte die Rüstung damit verbessern. Wir haben hier in der Nähe ein paar gesehen. Wären perfekt geeignet. Ich kann mir den Vertrag ja mal ansehen. Fantastisch. Was brauchst du sonst noch für die Rüstung? Alarmantennen. Stark, biegsam. Damit könnte ich die Rüstung flexibler machen. Wir haben schon eine Wühlerherde ausgewählt. Ich lese mir den Vertrag durch. Mal sehen, was ich tun kann. Dann viel Glück. Ich muss jetzt gehen. Ich warte hier auf die Teile. Ich kann die perfekte Rüstung bauen. Ich brauche nur die richtigen Teile. Ich muss nah an der Maschinenposition aus Larens Vertrag sein. Ich sollte ihn nochmal durchlesen. Für alle Fälle. Der Schildflügel hält. Bühler, wie Larend gesagt hat. Ich brauche ihre Antennen. Wenn ich sie abschieße, ohne entdeckt zu werden, sollte alles reibungslos ablaufen. Geht voran! Hier, eine Antenne. Nur noch eine weitere. Antenne abgetrennt. Ich sollte abgeschossene Antennen holen. Ich sollte diese Antennen zurück zu Larend bringen, wenn ich kann. Erwischt. Jetzt nur noch ein paar mehr. Einen erwischt. Jetzt nur noch ein paar mehr. Hör.
Noch. Das ist einer. Das sollte reichen. Wird Zeit, die Teile zu Laren zu bringen. Oh, perfektes Timing, Jägerin. Ich habe alle Teile für dich. Dein guter Ruf als Jägerin ist mehr als verdient. Hier ist dein Lohn. Scheint so, als hättest du jetzt alles, was du für die Rüstung brauchst. Naja, unsere Späher haben ein Reishorn entdeckt. Spuckt Feuer wie eine heiße Schmiede. Mit dem würde meine Rüstung ein Inferno überstehen. Was meinst du? Ich lese mir das später durch. Mal sehen, ob ich es finde. Du wirst es nicht bereuen. Ein Kauf will immer gut überlegt sein. Versprochen. Das sind die letzten Bauteile, Jägerin. Ich sollte mir... Larens Vertrag mal anschauen. Das Kleingedruckte lesen. Kommt in meinen Vorrat. Ich bin aufgeflogen. Oh!
Ich sehe Maschinenspuren. Könnte das Reishorn sein, das ich suche. Hier sind viele verschiedene Maschinenspuren. Ich brauche meinen Fokus, um sie auseinanderzuhalten. Dornrückenspuren. Nicht das, was ich brauche. Ich schaffe euch! Muss ich diese Teile für Larend holen. Ich muss also warten. Hast du das Reishorn schon gefunden? Hier hast du das Reishorn. Zumindest das meiste davon. Ja, das ist es. Damit wird meine Rüstung absolut herausragen. Es sei denn, vielleicht könnte ich... Du solltest bald mal anfangen, oder? Du hast recht. Es wird keine perfekte Rüstung, wenn ich sie nie schmiede. Danke, Aloy. Vielleicht kommst du wieder her, wenn Keruf da ist. Wenn ich den Preis gewinne. Ich versuch's. Aloy, ich hab hier sehr schöne Beute für dich. Das Gerät blinkt. Ich schätze, Silence will, dass ich es überprüfe. Aloy, lass diese Nachricht ein Licht sein, das dich aus dem Nebel der Unwissenheit führt. Mit Sprengstoff habe ich die Prozessorkugel vom Titan gelöst. Ein perfekter Käfig für unseren gemeinsamen Freund Hades, mit dem man ihn zur Kooperation bringen kann. Sag ihr, was wir besprochen haben. Mit dem mysteriösen Signal, das dir Leben schenkte. Signal nur für mich gedacht. Signal wurde 1,722 Jahre lang empfangen, dann Abbruch. Kann nicht kompromittieren. Ja, Neustart. Doch Einheiten werden versagen. Wieder dabei, ja? Vielleicht brauchst du eine Erinnerung an dein Versagen. Du siehst, Aloy,
Gaia kann sicher neu gestartet werden. Wo du das Backup findest? Tja, da musst du mir wohl folgen, um das herauszufinden. Er meint, er hätte alles im Griff. Bastard. Es gibt nur einen Weg herauszufinden, wo er die Kugel hingetan hat. Vielleicht sollte ich mich erst mal umsehen. Frost bringt hier nichts. Die Maschine wurde für die Kälte geboren. Das kommt viel später zum Vorrat. Silence ist sich ziemlich sicher, dass er ein Backup von Gaia gefunden hat. Aber wieso? Überall, wo ich nachgesehen habe, jede Spur, alle Sackgassen, alle Backups gelöscht. Also, was hat Hades ihm gesagt? Ein Händler? Hätte nicht erwartet, hier jemanden anzutreffen. Ich könnte Vorräte kaufen. Was macht deine Nora so weit im Westen? Ah, egal, egal. Ich kann dich für die Wildnis ausstatten, falls nötig. Ganz ruhig, Aloy.
Der Weg führt anscheinend in die Berge. Eine Ruine. Okay. Mal sehen, wo das hinführt. Ich schätze, Silence hat mit dieser Maschine seine Beute transportiert. Das muss die Kugel sein, in die Silence Hades steckte. Und die Tür. Sieht aus wie eine Pharaoh-Anlage. Oder Zero Dawn? Komm schon, Hades. Bist du noch drin? Hades? Bist du das? Risiko für das System erkannt. Du siehst nicht gut aus. Du bist die Aloy, die mich zerstören soll. Ja. Diesmal dauerhaft. Sogar so bist du eine Gefahr für Gaia. Wenn sie wiederbelebt wurde. Also hast du das Gaia-Backup noch nicht sichergestellt. Dann ist Gaia tot. Erde und du verloren. Trotz Fehlfunktionen, ich habe gewonnen. Silence fragte, wo er ein Gaia-Backup finden könnte. Datenfehler, Sprecherstrukturen verfallen. Das wäre ja auch zu einfach. Was hat Silence dir angetan, Hades? Du wirkst so ausgehöhlt. Silence hat mich befragt. Und was hast du ihm gesagt? Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Du hast nichts davon gespeichert? Ich erinnere mich an dich. Daran, dass ich dich am Turm geschlagen habe? Okay, das bringt nichts. Als das geheimnisvolle Signal dich verwandelt hat, erhielten die anderen unter Funktion Gaias auch ein Bewusstsein. Du bist entkommen, als Gaia sich selbst zerstörte, aber sie auch. Wo sind sie hin? Jede Funktion ist den Koordinaten zufolge nach Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Ein Haufen verrückter KIs, die sich sonst wo rumtreiben und sonst was anstellen. Mit seinen Kampfmaschinen tötete Festes jedes Jahr Tausende und du hast fast die Welt zerstört. Da draußen sind noch 7 Funktionen, die Ärger machen? Ein deprimierender Gedanke. Du bist deprimiert. Gut. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du einen tollen Charakter hast, Hades? Erkenne Sarkasmus. Ja, dachte ich auch nicht. Weißt du, wo Silence hin ist? Nein, er ist vor 12,8 Tagen gegangen. Vielleicht ist er... Datenfehler, Strukturen für Verhaltensvorhersage verfallen. Also weißt du auch nicht mehr als ich. Na toll. Weißt du, warum Silence dich in diese Ruinen geschleppt hat? Silence wollte, dass du mich hier findest. Offensichtlich. Aber wieso? Was war das hier? An diesem Ort wurde... Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen.
Er nannte es mein Totenbett, mein Grab. Aber du... Das werde ich wohl rausfinden, wenn ich reingehe. Silence hat dich nach dem geheimnisvollen Signal befragt, das dich aufgeweckt hat und dir ein Bewusstsein gab. Wer hat es gesendet? Signal von Meistern gesendet. Und wer sind die? Meister erweckten mich, um Leben auf der Erde zu zerstören. Warum das denn? Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Es reicht. Beenden wir es jetzt. Glaubt Aloy immer noch, dass sie Gaia wiedererwecken kann? Das Leben auf der Erde retten kann? Ja, Aloy glaubt das. Dann bist du fehlgeleitet. Vernichtung unvermeidlich. Was weißt du schon davon, Hades? Du wolltest die Erde zweimal zerstören und bist beide Male gescheitert. Das Einzige, was du je vernichtet hast, warst du selbst. Und dieses Mal rettet dich keine Lanze. Das ist inkorrekt. Dreimal hat Hades Leben ausgelöscht. Was? Das weißt du noch? Ja, Daten intakt. Nicht lebensfähige Biosphären würden 2154, 2161 und 2168 aufgegeben. Und das war vor Jahrhunderten. Dazu wurdest du geschaffen. Aktuelle Biosphäre, Version 5. Es wird keine Version 6 geben. Das muss es auch nicht, denn ich werde diese retten. Du täuschst dich. Ergebnis nicht zu... Massenüberbrückung aktiviert. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt. Aloy, du hast dich um Hades gekümmert. Ja. Könnte er dieses Mal vielleicht tot bleiben? Wird er. Vertraue darauf. Vertrauen? Ja, Vertrauen. Da ich das getan habe, was du nicht konntest, und das unbezahlbare Wissen von Hades extrahiert habe, kannst du darauf vertrauen, dass ich dieses Mal wollte, dass du ihn zerstörst. Also sind wir wieder bei Hologrammen angekommen. Hast du Angst, dass ich dich umbringe? Es gibt einen Grund. Und du nutzt immer noch dieselbe Spyware, wie ich sehe. Also hättest du einfach rangehen können, wenn ich anrufe. Aber du wolltest wohl einfach weiter spionieren. Mir geht es schon seit Monaten nicht mehr um dich, Aloy. Ich musste Arbeit erledigen. Stundenlange Recherche. So intensiv und zeitraubend, wie sie auch für das Schicksal des Planeten wichtig ist. Ja, natürlich. Du willst einfach nur die Welt retten. Das stimmt. Der Unterschied ist nur, dass ich im Gegensatz zu dir Ergebnisse erziele. Hast du ein Gaia-Backup gefunden oder nicht? Oh ja. Ich glaube schon. Wo? Voilà. Warum glaubst du, habe ich dich hergebeten? Hinter der Luke mit Generkennung liegen Reste einer Anlage, in der das Hades-Löschprotokoll perfektioniert wurde. Ein Testkreislauf, der hunderte von Szenarien getestet hat. Alle mit einem Gaia-Backup. Das hat Hades dir erzählt? Ich musste ihn überzeugen. Aber ja. Also, bist du bereit, das zu holen, wonach du seit 6 Monaten suchst? Oder willst du einfach mit offenem Mund da rumstehen? Du sagtest, du warst beschäftigt. Außerordentlich beschäftigt.
Aber nicht so beschäftigt, dass du keine Zeit hattest, den Tenakt beizubringen, wie man Maschinen überbrückt. Und sie reitet. Aloy, du solltest dich nur damit beschäftigen, wie du ein Gaia-Backup bekommst. Mit mehr Konzentration könntest du eventuell sogar Ergebnisse erzielen. Du streitest es nicht ab, Silence. Verstehe es so, wie du willst. Nur damit wir uns richtig verstehen. Hades hat gesagt, es gäbe Gaia-Backups da drin. Ja, oder zumindest gab es sie. Vor 1000 Jahren. Backups, die nicht gelöscht wurden, als Ted Farrow alle Apollo-Kopien gelöscht hat. Korrekt. Hades zufolge konnte man nicht über ein Signal auf diese Anlage zugreifen. Nicht mal Ted Farrow konnte an die Daten hier. Backups. Mit kompletten Daten von Gaia und ihren Unterfunktionen. Alles für einen Neustart des Systems. Um Kontrolle über das Terraform zu bekommen, das Leben auf der Erde zu retten. Da drin? Das hat Hades gesagt. Worauf wartest du denn dann noch? Hat Hades gesagt, woher das geheimnisvolle Signal kam? Das ihn aufweckte und Leben zerstören wollte? Ja, hat er. Sagst du es mir? Irgendwann, ja. Aber immer der Reihe nach, Aloy. Soweit ich weiß, musst du immer noch eine superintelligente KI namens Gaia neu starten. Ja, dieselbe Gaia, die sich vor 20 Jahren wegen des Signals zerstören musste. Das Signal wird seit Jahren nicht mehr übertragen. Es ist keine Gefahr mehr. Was, wenn es wiederkommt? Wird es nicht. Selbst wenn es, naja, die Details sind kompliziert, aber das Signal hat Hades zum Handeln gezwungen. Wenn du Hades aus den Backups löschst, ist Gaia in Sicherheit. Und jetzt hör auf zu trödeln und hol dir ein Backup. In Ordnung. Ich suche in der Einrichtung nach einem Gaia-Backup. Aber damit das klar ist, Silence, wenn das wieder einer von deinen Tricks ist... Es ist eine Luke mit Generkennung, Aloy. Du bist die einzige Person, die sie öffnen kann. Wie sollte das eine Falle sein können? Wenn du mich noch einmal reinlegst, Silence, dann treffen wir uns zu unserer nächsten Unterhaltung wirklich. Obwohl du nicht viel sagen könntest, weil mein Speer in deinem Hals stecken würde. Aloy, dank mir ist alles, was du dir wünschst, was du in den letzten 6 Monaten versucht hast zu erreichen, endlich in Reichweite. Also, ich weiß, dass du als Nora-Ausgestoßene keine Manieren gelernt hast. Aber in einer solchen Situation sagt man Danke. Und dann sage ich, gern geschehen. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zugriff gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte eintreten. Bitte eintreten. Bitte eintreten. Soll das ein Witz sein? Ich glaube, wir haben Glück. Glück? Die Tür ist völlig zerstört. Offensichtlich. Aber du kannst trotzdem hindurch. Wenn du noch etwas geduldig bist. Siehst du diese Kristalle? Die Osram nennen sie Feuerglimmer. Sie sind brennbar. Nicht stark genug, um so eine Tür zu sprengen. Aber vielleicht stark genug, um sie etwas weiter aufzubrechen. Ganz genau. Das geht nur mit einem Anzünder. Ich schicke dir jetzt die Pläne. Um ihn zu bauen, brauchst du Maschinenteile und das Öl vom Brennkraut. Es wächst nur unter Wasser. Aber in der Nähe gibt es einen See. Die Teile sind komplizierter. Du brauchst eine Waffenspule aus der Energiezelle eines Sprungschlägers. Entferne die Energiezelle, bevor du die Maschine erlegst. Sonst zerbricht sie. Alles klar. Tja, Tiefwasserbrennkraut habe ich schon. Ich brauche nur die Teile. Diese Maschinen sollten die Teile für den Anzünder haben. Ich sollte einen scannen. Mein Fokus zeigt mir, wo das Teil ist.
Da ist die Energiezelle. Ich markiere sie im Fokus-Display. Da fliegt das Teil. Ich muss es holen. Okay, ich habe die Teile für den Anzünder. Jetzt muss ich das Ding nur bauen. In der Nähe des Eingangs zur Anlage gibt es eine Werkbank. Mit der du an Hades rumgespielt hast? Rumgespielt? Ich habe wertvolle Daten extrahiert.
Da. Damit sollte ich den Feuerglimmer anzünden können. Eine wirklich nützliche Kombination. So habe ich die Prozessorkugel überhaupt erst aus dem Horus gelöst. Na toll. Geh lieber einen Schritt zurück. Treten Sie an. Na endlich. Ich glaube, ich bin drin. Dann geh ruhig weiter. Wenn ich mehr Feuerglimmer finde, könnte ich ihn da auch benutzen. Konzentrier dich auf die Aufgabe, Aloy.